Herzlich willkommen zu Andis Garten. Heute ein kleines Video. Ich muss das Tomatenhaus abdichten. Die Dichtungsstelle hat nicht gehalten. Und da werde ich jetzt eine Dichtungsmaße drauf schmieren und muss noch die Dachrinne richtig festmachen. Und dann nehme ich euch jetzt mit. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr sehen könnt, hier ist die Fuge. Und da ist sie mir aufgegangen. Und da muss ich jetzt mal eine Dichtungsmaße drauf schmieren, weil sie mir einfach nicht dicht ist. So, jetzt mache ich erstmal die Fuge frei und gehe einfach mal mit der Spachtel hier durch. Damit das frei wird. Mache ich das von unten her trocken, sauber. Nehme ich hier so eine alte Tasche, habe ich hier. Die wird eh nicht mehr benutzt. Und mache das ganze Spielchen trocken. Und hier genauso. Diese Fuge muss natürlich auch zu und sauber gemacht werden. Leider kann ich euch da jetzt nicht mitnehmen, weil sonst steht alles im Weg. So, hier habe ich jetzt nun mal die Abdichtungsmasse. Ich halte meine Kamera. Das ist Waterstop von SMP Tech. Und ja, ich probiere das jetzt mal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Mache ich die erstmal auf. Okay. Hier ist also jetzt noch mal ein Verschluss drauf, ein extra. So sieht sie aus. Ja. Und jetzt streiche ich das erstmal ab hier. Hoffentlich wird das dicht. Ich pinsel das jetzt hier oben mal rein. In der Hoffnung, dass es dicht wird. Also dick ist es. Ich hoffe, die Kamera kriegt nichts ab. Pinsel sind wir beide. So, okay. Ich denke mal, das werde ich nochmal überpinseln müssen, wenn es trocken ist. Die erste Hälfte ist gemacht und jetzt kommt die zweite dran. Von oben her habe ich es natürlich auch gemacht. Da musste ich hier aufs Dach steigen. Weil von unten kam ich nur ungefähr bis zur Hälfte dran. Und ja, mal gucken, ob es jetzt dicht ist. Mein Gewächshaus ist natürlich auf der Dachrinne. Die ist nur provisorisch mit zwei Kurbeln befestigt. Und die machen wir jetzt noch fest. Für die Dachrinnenbefestigung habe ich mir solche Dachrinnenschellen gekauft. Und die machen wir jetzt mal dran. Bekommt ihr übrigens neben Baumarkt, sind auch gar nicht teuer. Und ist eine super Sache. Und dann machen wir hier mal eine hin. Hier eine hin. Also nochmal anklopfen und dann mit der Knarre ratschen. Mal festlegen.
Schwelle mal dran. Natürlich auch. Dann gehe ich ungefähr hier hin. Kelle, mach deinen dicke Dickschädel mal weg da. Passiert ja gar nicht. Gleich schließt die Bombe ein. Mal draufhauen. Auf. Zack. Dann wollen wir mal schauen. Ups. Passt. Ja, wie ihr hört, es war sehr nass. Und so sieht das Ganze dann aus. Zwei Stück. Und so von der Seite. Und ja. Und hier nochmal ein Bild aus nächster Nähe. So soll es dann aussehen. Das war's auch schon für den heutigen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.